Und jetzt sind wir fast schon aktuell. Ihr könnt ruhig reinschreiben. Ja, könnt ihr wirklich. Könnt ihr endlich wirklich. Gestern aufgenommen. Frohes neues Jahr wünsche ich für euch. Ja. Da war Mitte Dezember. Ja gut, dann funktioniert das natürlich nicht. Das ist natürlich blöd. Ja, und ich mache mir einen Kopf. Ey. Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Technical Overload. Ein frohes neues Jahr haben wir euch, glaube ich, letzte Folge schon gewünscht, aber für uns ist jetzt auch endlich 2018 angebrochen. Nefias ist natürlich auch dabei. Wir freuen uns, dass wir wieder da sein dürfen bei euch. In mit euren, schönen Geschichten. In Go, euren wie fährt das Auto denn so von Deutschland nach Dänemark? Stuben. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Ich kann mich da nicht beschweren. Hab ja auf Twitter gesehen, Discord erstmal ein Video gepostet, wie sie dich mit Rammstein beschallt hat. Und du musst es fahren. War die Musik gut? Hat dir gefallen? Ach ja, also die. Ist ja nicht viel, so deine Musik. Ich weiß das ja. Ich hab das Video auf Twitter gesehen und ich dachte mir so, der arme Goro, das ist überhaupt nicht seine Musik. Ja, war okay. Und ich weiß ja, dass Tyska auch so Metal und so hört. Ja. Und du halt überhaupt nicht. Und ich so, der arme Goro. Er muss fahren und sie entscheidet über die Musik. Ja. Beide Hände an Steuer geklebt und gehst nicht ans Radio. Festgeklebt hat sie mich da. Also, hätte doch eine Automatik kaufen sollen. Wir haben nicht nur Rammstein gehört, aber die meisten Lieder kennt man ja auch. Also von daher ist es dann auch gar nicht so schlimm. Aber die ich dann gut finde, findet sie dann gar nicht so gut. Weißt du? Die sind ja viel zu normal. Ja, natürlich sind die normal, deswegen mögen ich die. Ja. Ich bin ein normaler Mensch. Ja. Nicht, dass jetzt Leute, die Metal hören, nicht normal sind, ne? Aber. Nein. Die sind schon speziell. Aber im Metal gilt die Regel: je gefährlicher der Mensch aussieht, umso netter ist er. Das kann sein. Warum funktioniert das nicht hier? Ja, weiß ich nicht. Und Silvester hast du so in Deutschland verbracht, oder? Nee, Silvester hast du zu Hause verbracht. Haben wir ja Overwatch gespielt. Ja, Leute, man feiert Silvester übrigens in Overwatch. Das ist viel cooler als draußen. Und kurz vor 12 habe ich gesagt, ich bin jetzt noch mal kurz raus. Haben wir uns kurz das Feuerwerk angeguckt? Ja, ich auch. Wir haben uns auch kurz Feuerwerk angeguckt. Und so, ja, wo wollen wir da zocken? Alles klar. Und wieder Overwatch. Das lief eigentlich relativ gut den Tag da, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ja. Nö, und allgemein, warum habe ich einen Weihnachten war es in Deutschland. Warum habe ich noch ein Raw Chicken jetzt? Was ist denn hier los? Ist aber egal. Weihnachten waren wir in Deutschland, ja, das ist korrekt. Ja, war schön, mal wieder bei der Familie und wir hatten diesmal ja die Katze dabei. Und wie war's für die Katze? Ja, der erste Tag war scheiße, sagt er. Aber dann ja, so, komisch, zu, ne? zu der letzte Tag, das war ja alles sein Zuhause, das war dann seine Hut, weißt du? Aber deine Eltern haben keine Katze oder so, ne? Ja, klar war das dann seine Hut. Die passen sich an. Denen ist das dann. Das hat nur halt hat fast eine Woche gedauert, und aber dann war alles seins. Und dann war die Hut. Und bei dir zu Hause war wieder alles normal, ne? So, ja, kenn ich. Ja, zu Anfang war so ein bisschen vorsichtig, aber dann. So, warum bin ich jetzt wieder hier? Ja, warum bin ich jetzt wieder hier? Ich steig da nie wieder ein! Ich fahr da nie wieder mit. Aber dann war alles gut. Wo hat so eine Badbox ihren Eingang? Überall. Ah, nee, gelogen. Da, wo der Punkt ist. Glaube ich. Ja, das dachte ich auch. Aber wenn ich da mein Low-Voltage-Wire-Dings drauf mache, dann. Hast du die Wrench dafür? Die Wrench? Was für eine Wrench? Da gibt's eine Wrench. Von welchem Modpack ist die Badbox? Die ist von Industrial Craft. Industrial Craft. Die Wrench. Ich mach mal eben eine. Mach mal bitte eine. Nö, aber dann, das war halt ganz gut, weil wir dann ein paar Tage länger in Deutschland sein konnten, weil sonst muss man ja immer direkt zurück wegen die Kätze, ne? Wegen die Kätze. Wegen die Kätze. Ja. Aber jetzt war cool, waren wir fast eine Woche da. 6 Tage, glaube ich. Und dann wieder zurück und dann auch noch ein paar bisschen Spiele gespielt hier. Spiele. Bisschen entspannt. Ja, eigentlich lief es auf Football Manager und Overwatch hinaus. die ganze Steam-Library voll, weißt du, du spielst halt immer das Gleiche. Ich verstehe ja, das nicht. Ich spiel, wenn auch irgendwie nur Overwatch am PC.
Aber es macht zurzeit auch wieder so viel Spaß. Also und auch, also nicht, jetzt Ranked ist zwar angefangen, aber auch die. Du hast die Badbox geklaut. Warum habe ich die Badbox jetzt? Weil ich die abgebaut habe auszusehen. Hey! Du hast den Ring an. Hey! Danke. Du hast den Ring an. Dass das so krass ist. So, warte mal. Hier vorne ist. Hä, wieso baut man die sofort ab? Kann man die nicht drehen? Warte mal, dann machen wir es so. So, jetzt ist der Ausgangspunkt oben. Aha. Lädt er sich schneller auf jetzt? Geht ein bisschen. Ich weiß nur nicht, ob es von den Solarzellen kommt oder. Ja, das können wir ja herausfinden. Oh. Ach, jetzt geht's auf einmal. Auf einmal kann ich den Scheiß umdrehen. Jetzt muss das Kabel neu legen. Ja, die lädt sich ja jetzt schon langsam auf. Nope. Oh, ich ist da unten denn auch alles am Loven? Ob das unten am Loven ist? Wie soll. Achso, nee, ist das dran? Das ist dran. Warte mal. Du hast keinen Output. Hier ist jetzt müsstest du rauspumpen. Nee, tut er nicht. Der pumpt auch gar nichts. Output, habe ich ihm jetzt vorne gesagt. Warte. Das ist RF. Was brauchen wir da oben denn? Ah, das ist EU da oben. Ach, das oben ist EU? Mhm. Ja, stimmt. Hä, warum hatte ich denn jetzt gerade gesagt, dass ich EU hab? Warum habe ich das denn gebaut? Ich weiß nicht, aber es gibt, glaube ich, einen Transformator dafür. Warte mal. Hier steht RF. Warum mach ich denn so einen Scheiß? Hey, weil du hast schon Kader von Silvester oder so. V-Transformer, HV. Nee. Also irgendwie dachte ich die ganze Zeit, war das vielleicht, weil ich habe hier oben mein Jetpack aufgeladen und dann habe ich auf meinen. Nee, da steht ja auch EU. Da ist er verwirrt. Hä, das verstehe ich auch nicht. Aber es gab einen Transformer, der EU zu RF umwandeln kann, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ihr wisst das so immer. Und jetzt sind wir fast schon aktuell, ihr könnt ruhig reinschreiben. Ja, könnt ihr wirklich. Könnt Folge ihr endlich wirklich. Gestern aufgenommen. Frohes neues Jahr wünsche ich für euch. Ja. Da war Mitte Dezember. Ja gut, dann funktioniert das natürlich nicht. Das ist natürlich blöd. Ja, und ich mache mir einen Kopf, ey. Weißt du? Ich habe aber jetzt auch nicht dran gedacht. Ich wusste nicht, dass dein Ding da unten. Ich dachte, das macht die EU. Deswegen, ich habe mich so gefreut, oh, damit kann ich das aufladen. Und endlich hat das irgendwie eine Daseinsberechtigung. Aber hat's dann so, und ich habe Ender Seeds gesucht. Wo sind die? Aber ich kann ja im Prinzip. Na, und wie war Weihnachten bei euch? Ich war in Hessen bei Luisas Familie. Da hatte ich ja das Auto gemietet. Ach ja, wie ein Schmart, ne? Nee, war kein Smart, weil was? Die haben ja gesagt, es kann sein, dass da kein Smart da ist, dann kriegen sie einen Fiat 500. Und war ein Fiat 500. Und das 500. Wurde am Ende der Fiat 500. Und? Der sogar am Ende sich als besser herausgestellt hat, weil der da konnten theoretisch hätten da noch Leute hinten sitzen können. Also war der größer. Mhm. Aber schickes kleines Autochen, hätte ich nicht gedacht. War eher so ein Frauenauto, weil Luisa fand den, dann kommen dann halt wieder so Begriffe für ein Auto, was ein Mann niemals einfallen würde, wie knuffig. Knuffig! Ja, genau. Sowas. Knuffig! Da baue ich den, der wird erstmal tiefer gelegt, dann kann er hinten noch springen. Aber das war so, kann er hinten noch springen. Das war so, weil ich habe ja, wie gesagt, nie Autos besessen, die nach 2000 gebaut wurden. Und für mich war das so ein kleines Weihnachtsgeschenk für mich, weil das war mal ein freshes Auto. Das hatte mal so Extras, die ich nicht gewohnt bin. Wie zum Beispiel. Sag schnell hier, Aha. Wie heißt es? Nee. Was automatisch Gas gibt? Tempomat? Nee. Tempomat, genau. Achso. Sowas hatte das auch. Und das habe ich auf der Autobahn sehr gut genutzt. Und ja. Das ist schön, ne? Ja, oder auch schon allein so eine Sache wie Komfortblinken. Kennst du dieses Komfortblinken? Nochmal kurz antippen und dann. Das hat meiner auch. Ja, sowas habe ich halt nicht, weißt du?
kurz sowas antippen, dann blinkt er dreimal und dann. Ja, genau, das ist einfach nur so ein Spurwechselblinken. Das ist schon Luxus für mich, weißt du? Mmm, ist das schön. Ja. Ich kann gar nicht sowas halt. Ja, genau. Klima hätte auch gehabt, aber was brauchst du im Winter Klima, ne? Aber okay, manchmal ist im Winter eine Klima wirklich schlau, weil wegen Feuchtigkeit im Auto und so, aber. Also ich muss das fast immer machen, weil meine immer so lange steht und dann fährt er wieder und dann muss er wieder stehen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall auch hier digitale Tacho und so und das Auto, das geht mir ein bisschen auf die Eier, der sagt mir immer, wann ich zu schalten habe, damit ich am wenigsten verbrauche. Ja, das macht meine auch. Und dann steht im Tacho immer Shift und ich so, nein! Ja, aber bei mir steht so eine 4 und ein Pfeil nach oben. Nee, da steht immer Shift. Und dann, also ich gebe dann halt nichts drauf, weil dann schaltest du rum in den fünften, dann fährst du gerade 60 oder so, dann macht er. Ich dachte halt immer so, ich will eigentlich immer so normal große Autos haben, weißt du? So, aber jetzt hat der 4500 hat mir so gezeigt, so ein kleines Auto ist auch ganz nice. Also so richtig klein. Ich muss auch mal gucken, was das ist für einer. Fiat 500. Klein. Ach, der ist ja. War halt echt Smart-Größe und einparken und irgendwo rumfahren mit dem, das war echt angenehm, muss man halt mal sagen. Du hast halt hinten auch noch die Rücksitzbank dann für Sachen, ne? Ja, die Rücksitzbank und der Kofferraum, da passen auch zwei Kästen rein, so, weißt du? War ganz gut. Und ist jetzt kein Ding, womit du nachts im Ikea fährst noch, aber. Aber machst du eh nicht so oft. Ich bin hier, ich hatte den noch zwei Tage hier, als sie zu Hause waren. Dann habe ich den einen Tag früher abgegeben, als am 28. hätte ich den abgeben müssen. Ich habe den am 27. abgegeben und bin den Tag vorher noch zu meinen Eltern gefahren, einparken. Und der hat auch so eine City-Servo-Funktion. Wenn du in der City bist, ist die Servo noch einfacher. Ich hätte den mit meinem Penis lenken können. Nee. So leicht ging das. Oh. Doch! Nee. Der Nefias, der fährt auch mit seinem Penis, Leute. Ich sag's euch. Ja. Wenn es sein muss, fährt er auch mal mit seinem Penis. Ja, wenn ich mal keine Hand hatte. Der hatte dann auch dieses Metall drin auf dem Armaturenbrett dann. Wie die Bilder, die ich es war ganz schick eigentlich. So, das Radio war auch ganz cool. Ich hatte auch Radiosteuerung am Lenkrad. Ist ja für mich Luxus. Ja, das ist auch Luxus. Das hat meiner nicht. Das hat meine leider nicht. Lauter, leiser machen, Radiosender wechseln. Das geil. Schön. Das ist schön. Da kann Lou machen, was sie will. Du. Da hast du die Macht. Der hat hinten relativ viel Platz, ne? Sehe ich gerade. Oder ja, hinten sitzen willst du trotzdem nicht, wenn ich da fahre, weißt du, da hast du trotzdem nicht viel Platz hinten, wenn ja, du sitzt. Ja, das stimmt, aber ich meine. Weil ich bin ja relativ groß, also ich hatte schon so, also der Sitz hätte noch ein bisschen tiefer gekonnt, aber ich konnte ihn nicht tiefer einstellen, also ich saß relativ hoch in dem Ding. Mhm. Weil ich bin ja auch nicht klein. Ging die ganze Heckklappe auf oder ging nur so ein kleines Ding auf? Nee, die ganze ging hoch. Okay, aber ich sehe hier auch Bilder, wo nur so ein kleines Ding aufgeht. Das wusste ich nicht, dass der das kann, ich habe immer die ganze hoch gemacht. Ja, ich glaube, das ist nur so ein. Aber ich fand halt lustig, was die da Hutablage nennen, weißt du? Hutablage war so ein 5 cm Plastikding. Ich hab so, alles klar. Ich seh das schon ehrlich. Mit Hutablage, ja. Ja, kannst du Cappy reinlegen. Ja. Da konntest du nicht mal eine Klorolle draufstellen, so dünne war das Ding, ey. Das ist schön. Ja, ist doch schön. Das war ganz gut. So und nice. Wie gesagt, für 105 Euro für 5 Tage war das ein Schnäppchen eigentlich. So sagst du, würdest du wieder machen? Würde ich, also ja, klar. War gut. Musste den halt vollgetankt wiederbringen, aber was haben wir? Wir haben 60 Euro Sprit verfahren. 165 Euro und die Zugtickets waren an den Tagen viel teurer. Also wir sind echt günstiger weggekommen. Ja, ja. Das ist es halt, ne? Dann sagen die, ja. Bei Weihnachten fiel ja irgendwie auf Wochenende und, ne? Und dann noch Weihnachten, dann sind die Tickets eh teurer und dann Wochenende. Und dann denkst du so, what the fuck? Was geht mit der scheiß Bahn ab, Alter? Und dann zu sagen, ja, denk doch an die Umwelt, ja. Und wer denkt an meine Geldbörse? Ja, ist echt so. Das ist genauso wie, kauft mehr Bio-Kram. Hast du schon mal die Preise von Bio gesehen? Ja, ich kaufe ab und zu Bio. Ab und zu, ja, ab und zu wir auch. Aber manche Menschen sagen ja, kauf bitte nur Bio. Ja, nee. Überweis mir bitte nur 2000 Euro im Monat. Nur für Essen. Nein. Das ist echt hart. Du scheißt also auch auf die Umwelt, da? Ab und zu muss ich auch mal kacken. Tut mir leid. Okay. Akzeptiert. Hatten wir echt nur eine Enderlilie geholt? Das ist ja ätzend. Warte, 4, dann brauche ich 8. Oh, das passt gerade so nicht. Gibt es irgendwie Teleporter, die weit gehen? Haben wir Kobbe? Eh, bestimmt. Kobbe. Was brauche ich noch? Teleporter. Den Rest kann ich mir hier so. Teleportiert der mich überall hin? Teleportiert. Das waren noch Zeiten.
kriege immer wieder Kommentare. Spiel mal wieder TTT. Ja. Ja, zwischendurch hat man Lust, aber dann denkt man sich, ich hätte schon stressig. Bock, das wieder zu spielen. Ist aber auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie Stress mit Dalu hätten oder so, ne? Kann man ja mal sagen. Manche Leute denken ja, wir hätten Stress mit den Leuten. Haben wir ja gar nicht. Hast du keinen Stress mit dem? Nö. Du? Ich dachte, du hattest Stress mit dem. Hattest du auch erzählt. Nö. Also eigentlich nicht. Also manche Leute denken ja, wir haben Stress oder so. Wir hatten halt irgendwann keinen Bock mehr auf TTT. Und Troubletown ist halt so eine Gemeinschaft, kann man ja mal sagen, also wo die Leute zusammenspielen. Und wir hatten halt keinen Zugangspunkt mehr zu den Spielen, die gespielt wurden. Und deswegen sind wir rausgegangen. Weil wir wollten die ja auch nicht irgendwie blockieren und da irgendwie drin rumhängen. Und es gab ein paar Sachen, die uns nicht so gefallen haben, wie sie es hätten tun sollen, wenn wir dabei hätten sein wollen würden. Ja, ja. Und dann halt die Spieleauswahl. Halt, weil ja, genau. Dann wurden Minecraft-Projekte gemacht und die wurden dann nach einer Woche wieder abgebrochen. Weil ist ja dann doch nur Minecraft. Ja, es ist nur Minecraft. Aber es ist halt ein Lava-Projekt. Ist halt ein Lava, genau. Also, die Leute gucken sich das jetzt hier bei uns auch nicht an wegen des Gameplays. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. So langsam, wie wir es sehen. Glas, Energium Dust, Crush Diamond, Diamond Dust. Aber das ist auch okay. Jeder hat ja so seinen. Aber wie gesagt, wir hatten keinen Stress. Wir haben uns jetzt nicht gezankt und dann wurden wir rausgeschmissen oder so. Also, das war jetzt auf keinen Fall der Fall. Nee, das stimmt. Das hatten wir nicht. Und wenn wir, ich wette, wenn wir da nur fragen würden, wird der sogar sagen, ja, mach halt bei TTT wieder mit, das wäre jetzt kein Problem, aber. Uns waren die Gruppen auch zu groß immer, da war dann zu viel los und dann war das Geschrei und, ach ja. Ja, irgendwann wurde es so ein bisschen. Es war halt stressig ja auch irgendwann. Irgendwann wurde ein bisschen Dings. Laut. Bisschen laut, ja. Aber das ist ja auch okay. Da machen jetzt andere Leute mit. Und das ist doch auch völlig in Ordnung, oder nicht? Ja, ja, ja. Ist ja auch schön, dass da andere Leute noch mitmachen und Spaß dran haben. Ja, ja, klar. Ah, da sind auch Leute dabei, die das ja schon seit Ewigkeiten machen. Die waren ja dann noch vor uns dabei. Also da frage ich mich. Macht Gwenz eigentlich noch mit? Ich glaube, Gwenz ist da auch nicht mehr so aktiv, ne? Ich weiß nicht. Ist er noch dabei? Ich habe schon echt lange nicht mehr in so eine Folge reingeguckt. Ich habe auch schon lange nicht mehr mit Gwenz geredet, wenn ich ehrlich bin. Ich auch nicht. Der streamt halt sehr viel, ne? Ja, 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 ja. Täglich. Ja, ja. Ja. Da hatten wir auch früher mehr Pokémon-Projekte mit Friends. Es hat sich alles geändert. Aber es liegt auch daran, muss ich auch ganz ehrlich sagen, daran, dass ich wirklich leider, wenn man das die videomäßig nimmt, Vollzeit arbeite von 8 bis 15 oder von 8 bis 17 Uhr. Ja, ja, hier mit dem Goro kriege ich immer einen Termin hin, aber Goro hat dann auch wirklich nur dann in dem Zeitpunkt Zeit. Ja, nachmittags halt, ne? Ja, ja. Und dann halt auch im Idealfall nur einmal in der Woche, weil du willst ja nicht jeden Tag nach der Arbeit aufnehmen. Ja, das ist richtig. Also zweimal würde auch noch gehen, aber dann hört es auch langsam mal auf, weil man kommt halt nach Hause und dann ist man halt auch so, jetzt erstmal Füße hoch und jetzt. Erst bei den Football-Manager anmachen. Oh, das ist immer schön. Und dann nebenbei Netflix. Den Football-Manager habe ich auch schon irgendwie, habe ich den 80 Stunden, glaube ich, schon gespielt. Wow. Den 9. Ja, ja, den 18er. Der ist aber, ich patch mir die auch immer, ich modde die ja immer. So, dass du dir nicht die 9 holen musst. Ja, nee, ja, nee. Ich hole mir schon die 9, weil die Gameplay-Sachen halt ändern. Mhm. Aber ich patch die, dass die Ligen alle sind, weil die haben die Lizenzen nicht für alle Ligen. Und damit auch nicht für alle Spieler. Aber dann patche ich mir die ganzen Bilder da rein. Und also der Ordner, das ist fast der größte Ordner auf meinem PC, wenn man die Aufnahmen nicht mitnimmt. Weil da so irgendwie, was weiß ich, wie viele tausend Millionen Bilder von den Fußballern sind und von den Ligen und so. Also, man muss es mögen, ne? Man muss es mögen. Man muss es mögen. So. Naja. Was man auch mögen muss, aber also was man nicht mögen muss, aber was man durchstehen muss. Das ist 2 Tage warten auf die nächste Folge, ne? 2, ein Tag, oder? Ja. Ist das dann ein Tag? Kann man sich drüber streiten, wie man das jetzt sieht? Ja, ich glaube, es sind 2. Es sind ja 2x 24 Stunden, oder nicht? Ja, sind 2. Dann sind es 2 Tage. Ja, egal. Dann müsst ihr jetzt leben, aber es ist da. Genau.
Und in der Zeit kommen ja auch andere gute Videos. Und Creeper. Und okay. Creeper. Gut, Leute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns das nächste Mal. Haut erstmal rein.